Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um unser Android-Smartphone. Und zwar will ich euch mal wieder eine App hier zeigen, die ich ganz praktisch finde. Files Go nennt sich das. Und zwar, ja, die ist von Google hier und kostenlos. Wie man hier schon sehen kann, ist das allerdings noch die Beta-Version hier. Ja, also die App, die ist noch unreleased, ja, ist noch nicht veröffentlicht eigentlich. Die kann man aber seit ein paar Tagen sich hier aus dem Play Store herunterladen und installieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Genau, das ist ja einfach ein Dateimanager, ja, was zugleich aber auch ein Cleaning Tool ist. Das finde ich cool dabei. Und ja, das hilft uns einfach unsere Speicher besser zu organisieren und den Müll loszuwerden halt. Ich denke, oder ja, wahrscheinlich der Hintergrund hier ist, ja, dass Google arbeitet ja schon seit einiger Zeit an Android Go. Ja, das ist ein Betriebssystem, was sehr, sehr wenig Ressourcen verbrauchen oder brauchen soll, ja, wie wenig Speicherplatz und RAM und so weiter. Und die Apps, die sollen dann natürlich entsprechend auch wenig Speicherplatz da brauchen, ja, deswegen denke ich hier Files Go, ja, der Name nach. Genau, ich öffne das jetzt einfach mal und erkläre mich hier einverstanden mit dem Terms. Hier müssen wir sehen, hier schon abgestürzt. Ja, das ist hier die Beta-Version, wie gesagt, das kann sein, dass es ein bisschen unstabil läuft. Hier müssen wir natürlich alles zulassen. Ich öffne das nochmal, genau. Und so sieht das dann aus. Hier, wir haben hier unser Speicherplatz hier. Und ja, das Coole ist, dass alles organisiert ist hier nach ja, Kategorien, wenn man so will. Und ja, wir haben hier alles auf einen Blick, ja, wie zum Beispiel hier doppelte Dateien. Hier habe ich beispielsweise, ups, ich schließe das einmal und starte nochmal neu. Das läuft irgendwie nicht ganz stabil noch. Zack. Okay, also hier haben wir doppelte Dateien. Ja. Ich habe hier beispielsweise 265 MB, die könnte ich jetzt freigeben. Heruntergeladene Dateien. Hier habe ich große Dateien, ja, auf einen Blick. Dateien, die viel Platz hier wegnehmen. Wir müssen, wenn wir jetzt die Dateien hier löschen, ja, wir müssen die natürlich irgendwo anders sichern, ja, auf einer externen Speicherkarte oder das ist jetzt meine interne Speicher oder auf dem PC irgendwo eine externe Festplatte, ja. Genau, hier Pix Pro Image Dateien und so weiter, WhatsApp, ja, das ist alles wirklich schön hier, ja, auf einen Blick zu sehen. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hier nicht verwendete Apps suchen, ja, und deinstallieren, ja. Also, das werden jetzt nach Apps gesucht, die wir sehr selten benutzen. Bis gar nicht, wie wir sehen, aber stürzt das immer wieder ab, irgendwie hier. Genau, das ist jetzt hier unser Speicherplatz. Und was noch cool ist, wieder noch eine Option hier. Hier haben wir Dateien, ja. Boah, das habe ich jetzt aber gemacht, glaube ich. Irgendwie. Okay, hier auf Dateien, ja. Und hier können wir ganz normal auch browsen, ja, durch die Dateien und Dateien suchen. Allerdings, das Coole hier dabei ist, wir können, wie wir hier sehen können, ja, ohne Internet sicher übertragen. Schnelle Übertragung von Dateien an Freunde, die in der Nähe sind. Ja, also wir können jetzt Fotos, Bilder, Filme und so weiter, was auch immer, Freunde schicken, die in unserer Nähe halt sind. Und das wird eine Verbindung über Wi-Fi direkt, ja, also über Wi-Fi direkt hergestellt und die sehr, sehr schnell ist, ja. Das finde ich auch noch mal super cool. Hier kann man senden, empfangen, ja, wenn mit Freunde. Genau, ich gehe mal zurück hier auf den Speicherplatz und ja, irgendwo war das aber noch eine App Cache, genau. Jetzt konnte ich jetzt die App Cache halt freigeben, dann hätte ich noch mal 100 MB frei. Und so weiter. Genau, das wollte ich euch nochmal zeigen hier, weil ich die App hier ja cool fand und praktisch. Allerdings vielleicht noch ein paar Tage warten, bis das released wird. Dann läuft vielleicht auch ein bisschen stabiler. Ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe,
ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.